Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es noch ein neues Informationsvideo zu den Winter Royale Turnier. Da das Ganze etwas spezieller ist und da vielleicht nicht jeder durchblickt, deshalb will ich einfach einmal für euch den Überblick geben. Außerdem ist Arena Duos jetzt auch wieder zurück, passend eben mal dazu, damit man trainieren kann für dann das Duo-Turnier, also Winter Royale. Ansonsten könnte man ja nur normal Duo spielen und das hat eigentlich nicht relativ viel mit so einem Wettkampfmodus zu tun. Deshalb ist jetzt eben halt Arena Duos zurück. Allerdings wurden immer keine Punkte resettet oder so. Das heißt, ihr könnt so einfach weiterspielen. Auf jeden Fall, Winter Royale ist auf 3 Tage aufgeteilt. Einmal den 20., dem 21. und 22. Dezember. Das Ganze immer 4 Stunden lang von 17 bis 21 Uhr. Das ist ja Freitag, Samstag und Sonntag vor Weihnachten. Das heißt, dort sollten die meisten Ferien haben. Ich bin leider im Urlaub, das heißt, ich kann das nicht spielen. Ist nun mal so. Erstmal zu den Preisen und Belohnungen. Die sind unterschiedlich, glaube ich, aufgeteilt. Hier gibt es von 9.000 Punkten auf den 9.000 Dollar auf dem ersten Platz bis Top 1.000 400 Dollar. Sind auf jeden Fall gute Preisgelder. 5 Millionen Dollar, glaube ich, insgesamt pro Tag. Das heißt, insgesamt 15 Millionen Dollar ist, glaube ich, jetzt bei allen Wettkampftagen tatsächlich genau gleich. Genau, nur in den unterschiedlichen Regionen ist das dann anders. Kommen wir nun zum Bewertungssystem. Und zwar ist das tatsächlich mal etwas Spezielles. Zum Beispiel am ersten Tag bekommt nur der Sieger der Runde 15 Punkte. Das heißt, wenn er nicht den Sieg holt, wenn er Zweiter werdet, bekommt er 0 Punkte, solange er keine Eliminierung macht. Denn nur pro Eliminierung bekommt man einen Punkt. So steht es zumindest hier. Es würde ja sonst dort stehen, wenn man vorher noch Punkte bekommen würde. Aber tatsächlich relativ hartes Bewertungssystem, wenn man wirklich den letzten, wenn der letzte vielleicht nur noch 1 HP hat, kann man eben halt ganz knapp von vielleicht 0 Dollar Preisgeld auf 9.000 Dollar Preisgeld rutschen. Ist auf jeden Fall schon ziemlich krass. Zweiter Tag, deutlich mehr, was man bekommen kann. Einmal hier eine Eliminierung gibt 5 Punkte. Hier muss man sagen, sind alle Bewertungen etwas höher. Dann Top 50, 5 Punkte auch nochmal. Das heißt, im Prinzip, wenn man eine Runde startet, was ja Top 50 ist, jedes Duo insgesamt 100 Spieler, bekommt man also pro Runde so oder so 5 Punkte. Dann Top 35, 10 Punkte, ist auch schon relativ früh. Top 25, auch immer noch relativ früh, Top 10 Punkte. Dann erreicht die Top 12, was ja bisher eigentlich immer so der Standard war. Ist jetzt dann wirklich auch so das, was am meisten gewertet wird mit 15 Punkten. Noch wichtiger als der epische Sieg, da bringt nämlich nur noch 10 Punkte. Und die beiden dazwischen bringen auch eigentlich relativ wenig, Top 7 und Top 3 mit nur plus 5 Punkten. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden man hat, steht hier nirgends. Ich denke mal, vielleicht 15 Runden. Davon ist zumindest auszugehen. Und ich glaube, dass sie damit im Prinzip so ein paar Wettkampfformate testen wollen. Denn hier am nächsten Tag ist wieder unser altbewährtes System, was wir derzeit natürlich auch noch haben. Eine Eliminierung, 1 Punkt, Top 12, 3 Punkte, Top 7, 2 Punkte, Top 3, auch 2 Punkte und eben als Sieg, 3 Punkte wieder. Das ist das System, was wir zurzeit eigentlich überall haben, nur dass jemand angepasst ist von Squads, weil man dann natürlich nicht Top 12 sagen kann, weil es sonst schon ab 50 Spielern in Kraft treten könnte. Bei Duos ist dann ja bei 24 Spielern frühestens möglich, deshalb dort immer nur angeglichen, aber vom reinen Punktesystem ist das ähnlich wie hier Solo-Plattform-Cups etc. Wenn man hier sich das anschaut, ist das ja auch jeder Kill 1 Punkt, erreicht Top 25 3 Punkte, Top 15 2, Top 5 2 und Sieg 3. Ist eigentlich eben halt haargenau das gleiche. Ich bin aber auf jeden Fall schon mal gespannt auf den ersten Tag, weil ich glaube, das könnte ein sehr, sehr interessantes Bewertungssystem sein. Wenn man den epischen Sieg holt, holt man im Prinzip gleich viele Punkte wie bei den FNCS. Dort gab es nämlich auch für einen Sieg allein von den Siegespunkten genauso viel Punkte. Genau hier, wenn man das zusammenrechnet, kommt man ja wieder auf 15. Das ist im Prinzip das Identische dazu, nur dass man eben mal nicht vorher schon Punkte bekommt. Das heißt, man muss entweder entscheiden, man geht
aggressiv oder ja, eben halt eigentlich wirklich, entweder man geht aggressiv oder man spielt immer so safe, dass man eben halt wirklich Chancen auf den ersten Platz hat. Aber nicht die Chance auf den ersten Platz hat, sollte man eben halt wirklich auf Kills gehen. Sonst lohnt sich das nicht. Denke ich mal, könnte wirklich interessant sein. Ansonsten natürlich die Voraussetzungen sind logischerweise, dass man den Boogie Down Tanz haben muss, damit die Zwei-Faktor-Authentifizierung haben muss. Hier den Tanz müsst ihr haben, sonst könnt ihr daran nicht teilnehmen. Wenn ihr den nicht habt, müsst ihr mal auf der Epic Games Website nachgucken und nach der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die müsst ihr nämlich aktivieren, ansonsten könnt ihr nicht teilnehmen. Der Rest ist eigentlich, glaube ich, relativ ähnlich. Wie gesagt, zu den einzelnen Runden, also wie viele Runden es gibt, stand nichts weiter drin. Wird es dann vielleicht noch später irgendwann mal genauere Informationen geben. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Lasst doch gerne mal eine Bewertung auf dem Video da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Außerdem lasst ein Abo auf diesem Kanal da, wenn ihr in Zukunft auch keine weiteren Competitive News verpassen wollt. Oder auch einfach Highlight-Videos. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.